Plötzlich hat man eine gewisse Vollständigkeit an sich, einfach weil man seine Aura reinigen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wasser zu reinigen. Es ist gut, wenn zumindest der Trinkanteil deines Wassers so gereinigt wird, dass es nicht chemisch vergiftet ist. Es gibt eine gewisse Reinigung der Akasha-Dimension dessen, was du bist. Irgendwann spürst du plötzlich, dass da eine gewisse Freiheit ist, ein gewisses Gelöstsein in dir. Cleansing of the aura. Für die Reinigung der Aura. An ocean breeze or on top of a mountain peak is the best. Eine Meeresbrise oder auf dem Gipfel eines Berges ist immer das Beste, weil es mit den geringsten Turbulenzen kommt. Es kommt auf einer flachen Oberfläche, ohne jede Bewegtheit. Wenn ich es Bewegtheit nenne, wenn du ein Boot siehst, das auf dem Wasser fährt, hinterlässt es eine Wirbelströmung. Anfangs kannst du es sehen, nach einiger Zeit kannst du es nicht sehen. Aber wenn du mit einem anderen Boot fährst, es kreuzt, wird es herumgeschleudert, weil die Wirbelströmung noch da ist. Wenn sich die Luft also auf der Landoberfläche bewegt, vor allem in Städten und überall, wo es viele alle möglichen Hindernisse gibt, ist die Menge an Wirbelströmung, das sie erzeugt, ziemlich groß. Anstatt es als Wirbelströmung zu bezeichnen, lass uns sagen, die Menge an Turbulenzen, die sie verursacht, ist ziemlich groß. Diese Luft hilft nicht viel, aber wenn du dich einfach an den Strand setzt, nehmen wir an, es ist windig, gleichmäßig windig an einem Tag, nicht zyklonisch. Du sitzt dort und plötzlich kommst du nach Hause und fühlst dich wie, worum geht's in diesem Leben? Es ist einfach, du willst einfach da sein. All diese Aktivität, du willst nicht auf dein Telefon schauen, nicht E-Mail, plötzlich gibt es eine gewisse Vollständigkeit an dir, einfach weil du deine Aura reinigen kannst. Du kannst dich einfach selber Luft reinigen. Wasser über Gemüse laufen zu lassen, ist eine gute Sache, aber da fließt chemisch kontaminiertes Wasser. Wenn ich sage, chemisch kontaminiert, rede ich vom Chlor, das ihr hineingibt. Ich will, dass du das verstehst. The nature of life on this planet is such. Es liegt in der Natur des Lebens auf diesem Planeten, dass was für ein Lebewesen Gift ist, auch für ein anderes Lebewesen wie Gift wirkt. Vielleicht nicht in gleichem Maße. Was eine Bakterie tötet, tötet auch dich in gewisser Weise, denn 52% deines Körpers sind Bakterien. Es tötet auch dich in gewisser Weise. Maybe you won't fall dead. Vielleicht wirst du nicht tot umfallen, aber es bringt dich um. Wenn du also eine Bakterie mit etwas töten kannst, tötest du irgendwie auch einen Teil von dir selbst. Aber du hast dich dafür entschieden, weil Menschen haben sich in großer Zahl zusammengefunden, um an einem Ort zu leben. Nicht aus Liebe zueinander, aus Habgier, aus Zwängen, aus welchen Gründen auch immer. Out of greed, out of compulsions, out of whatever. Wenn Menschen sich also derart zusammendrängen, dann erfolgt Kontamination auf verschiedenen Ebenen. Contamination happens on various levels. Um diese Kontamination einzudämmen, vergiften wir das Wasser, weil es zu viele Dinge da draußen gibt. Wenn du es damit trinkst, könntest du sterben. Also willst du töten. Es herrscht chemische Kriegsführung jeden Tag, sowohl für jene Organismen im Wasser, als auch für die Organismen im Körper und den eigenen Organismus. Du selbst bist ein Organismus, auch dieser wird vergiftet. Daher ist es am besten, kein Leitungswasser darüber laufen zu lassen. Wenn das Leitungswasser chlorfrei ist, ja, dann ist es sehr gut, das zu tun. Ansonsten ist es die bessere Art, es zu tun, wie wir es normalerweise in Indien tun. Man kann kein anderes Wasser bekommen, es ist sowieso geklortes Wasser. Was kann man also tun? Wenn man ein wenig Vibhuti, die Asche und Kurkuma hinzufügt und das Gemüse für, sagen wir, 15 bis 20 Minuten einweicht,
Das hat eine viel bessere Wirkung, als wenn man es mit chloriertem Wasser übergießt. Heute gibt es verschiedene Arten, Wasser zu reinigen. Moderne Reinigungsmethoden sind aufgekommen, aber sie sind nicht für das öffentliche Wasser verfügbar. Einzelne Haushalte haben verschiedene Arten der Reinigung, mit denen man Wasser reinigen kann. Es ist gut, wenn zumindest der Trinkanteil deines Wassers so gereinigt wird, dass es nicht chemisch vergiftet ist. Anstatt also unter fließendes Wasser, kannst du Kurkuma und heilige Asche mit hineingeben. Wenn du keine heilige Asche hast, kannst du nur Kurkuma und ein wenig Salz hineingeben und Kurkuma wird die Arbeit für dich erledigen. Oder du kannst etwas Neem verwenden. Du kannst eine gewisse Menge an Neemblättern in deinem Haus haben. Du kannst jeden Tag das gleiche Wasser verwenden. Das ist das Schöne an Neem. Wenn du einen Eimer hast, dessen Boden voll mit Neemblättern ist, kannst du jeden Tag dein Gemüse in dasselbe Ding geben und das Gemüse herausnehmen und das Wasser geschlossen halten. Das wird dir sehr nützlich sein. Wenn es ein Metallbehälter ist, ist es am besten. Wenn du einen Kupfer- oder Messingbehälter hast, ist das großartig. Ansonsten reicht sogar ein Stahlbehälter oder auch Glas ist gut. Feuer als Mittel der Reinigung deines Systems zu nutzen, ist ein sehr kraftvolles System. Hier im Ashram nennen wir das Kleshanashana, was Zerstören oder Verbrennen der Verunreinigungen im System bedeutet. Denn wenn man die menschliche Form betrachtet, ist der äußerste Aspekt deines Körpers Akash. The outermost aspect of your body is Akash. Irgendwo zwischen 30 und 45 Zentimeter. Akash gibt es umfasst jeden. This is an essential ingredient of the making of this form. Das ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung dieser Form. Purification of the body. Eine Reinigung des Körpers is important. Ist wichtig in dem Sinne, du kannst ihn reinigen. Schon ein einfaches Bad oder eine Dusche, die du nimmst, ist eine Form der Reinigung. Du willst nur die Oberfläche der Haut waschen. Und wenn du dem Aufmerksamkeit schenkst, besonders wenn du mit kaltem oder kühlem Wasser duschst, wirst du sehen, dass es bei einer Dusche nicht nur darum geht, die Haut zu reinigen oder was auch immer zu waschen, um Schmutz oder Verunreinigung, die auf deiner Haut sein mögen. Sondern es verjüngt dich und reinigt dich in vielen Dingen. Wenn du sehr gestresst bist, wenn du dich über etwas ärgerst, etwas Störendes, stellst du dich unter die Dusche für ein paar Minuten und kommst heraus, du erfährst eine gewisse Erleichterung von all diesen Dingen. Das liegt nicht nur am kühlen Wasser, das über deinen Körper fließt und die Nerven beruhigt oder was auch immer, das geschieht natürlich auch. Darüber hinaus gibt es eine gewisse Reinigung der Akasha-Dimension, dessen, was du bist. Also, wie man eine Wasserwäsche für den Körper machen kann, kann man auch eine Feuerwäsche für den Körper machen. Das ist, was Kleshanashana Kriya ist. Wenn die Person, die es ausführt, richtig ausgebildet ist und es so macht, wie es gemacht werden sollte, dann im richtigen Moment wirst du sehen, anfangs ist es nur Feuer. Aber irgendwann wirst du plötzlich fühlen, dass da eine gewisse Freiheit ist, ein gewisses Gelöstsein in dir, weil etwas, das dir anhaftete, weg ist.